Hallo, und zwar, ihr habt es ja schon gelesen und was es gibt. Und zwar, ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich das überhaupt mache, weil es eigentlich viel zu simpel ist, um das Ganze zu filmen. Aber ich habe dann überlegt und habe gedacht, weil ich das jetzt schon seit bestimmt ein paar Wochen eigentlich täglich zu mir nehme, weil es mir halt so gut schmeckt, habe ich gedacht, dann zeige ich euch halt auch das Simpelste vom Simplen, falls man das so sagt. Also, und zwar legen wir los. Ich sag euch, was ich da habe. Und zwar, ich nehme vom, also hier von der Kokosnussmilch nehme ich ungefähr die Hälfte für meinen, also in meinen Shaker. Und dann habe ich hier einfach normale Milch. Ich habe halt fettarme, aber da könnt ihr nehmen, was ihr mögt. Dann nehme ich dann sozusagen die andere Hälfte. Dann habe ich hier schon ein paar Eiswürfel rein, weil ich es gerne sehr, sehr kalt mag. Dann ein bisschen Vanillepaste. Dann nehme ich noch etwas Zucker dazu. Also falls ihr es nicht wisst, das ist eigentlich wie Zucker, nur dass es keine Kalorien hat. Und dass Zucker, wenn Zucker 100% Süße hat, hat es ungefähr 70%. Ist halt nicht ganz so süß. Und ja, das kommt dann noch dazu. Und das war es dann auch schon. Und ich würde sagen, dann machen wir das einfach mal. Und zwar, wie ich gesagt habe, einen Teil mit der Kokosnussmilch, den anderen Teil mit der in Anführungszeichen normalen Milch. Ich mache es natürlich jetzt nicht bis oben hin voll, weil durch Shaken schäumt es ja auch noch mal ein bisschen, dass es ein bisschen Spielraum hat. Dann etwas Vanillepaste und anschließend einfach noch ein bisschen von dem Zucker. Das Ganze zuschrauben. So, und fertig ist das Ganze. Huch, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Der Ring gehört hier rein. So, also macht's nach, dann werdet ihr es sehen. Bis dann. Tschüss.